Erster Ordnungspunkt, Dagmar Belakovic Jenewein von der FPÖ. Lohn- und Sozialdumpinggesetz, ein Gesetz, das im Jahr 2011 erstmals sozusagen aus der Taufe gehoben wurde, damals noch als Anhängsel, jetzt erstmals ein eigenes Gesetz. Sozusagen das zahnlose Gebiss hat jetzt ein Gesicht bekommen, zahnlos bleibt es aber dennoch. Wiewohl ich nicht verhehlen möchte, das ist einmal was Positives, dass man es als eigenes Gesetz gemacht hat. Dieses Lohn- und Sozialdumping-Gesetz soll eben vor Lohndumping oder vor Sozialdumping schützen. Warum wir diesem Gesetz so kritisch von Anfang an gegenübergestanden sind, ist leicht erklärt. Wir sind in einer Situation, dass der österreichische Arbeitsmarkt durch die Ostöffnung natürlich zahlreiche Firmen aus den ehemaligen Oststaaten, vor allem nach Österreich, nach Wien, in die Ostregion Österreichs gespült hat, vor allem im Baubereich. Das ist ein ganz großes Problem für heimische Bauunternehmen, weil hier natürlich zu Billigdumpingpreisen angeboten werden kann. Und es kommt ja auch nicht ganz von ungefähr, dass vor allem in diesen Bereichen, und das ergeben ja zahlreiche Anfragen, die wir an den Herrn Sozialminister bzw. auch an seinen Vorgänger eben gestellt haben, dass gerade in diesen Bereichen sehr viele Firmen eben auch aus dem Osten tätig sind. Jetzt möchte ich ganz ehrlicherweise sagen, natürlich war es gut gemeint, dieses Lohn- und Sozialdumpinggesetz. Aber wir können bis heute Lohn- und Sozialdumping damit überhaupt nicht bekämpfen. Denn eines ist ganz klar, die Sozialversicherung wird immer noch im Heimatland entrichtet. Das alleine zeigt ja mal schon diese krassen Unterschiede. Dann kommt etwas dazu, und das haben wir ja schon immer auch massivst kritisiert. Kontrolliert werden soll das von der Finanzpolizei. Jetzt weiß ich, die Finanzpolizei ist ja, das hat noch ihr Vorgänger uns erklärt, die ist ja jetzt aufgestockt worden mit 1. Jänner. Quasi ist der Personalstand de facto verdoppelt worden. Allerdings sprechen Sie doch mit der Finanzpolizei bzw. mit den Finanzpolizisten. Die werden hauptsächlich dafür eingesetzt, dass sie die Registrierkassenpflicht ordentlich überprüfen. Und wenn man sich anschaut, wie das System der Finanzpolizei sozusagen funktioniert, das heißt, die bekommen einen Auftrag, eine Vorgabe, wie viele quasi Punkte sie erreichen müssen. Und jedes Delikt, das sie hier aufdecken, hat eine bestimmte Punkteanzahl. Dann ist es auch ganz verständlich, dass sie sich bei solchen Dingen hineinsenken. Und das ist genau jene, die es treffen soll, dieses Lohn- und Sozialdumpinggesetz, in den seltensten Fällen trifft. Firmen, die in Österreich ordentlich arbeiten, die ihre Mitarbeiter ordentlich anmelden, sind ja auch irrsinnig oft betroffen. Und wenn Sie sprechen mit den österreichischen Unternehmern, die mit Stammpersonal arbeiten, also da gibt es keine Leiharbeiter, da gibt es keine Subfirmen, sondern die arbeiten mit Stammpersonal. Wenn die auch nur eine Unterlage vergessen haben, dann schlägt das Gesetz gnadenlos zu. Und da gehört auch eine gewisse Flexibilität her. Denn es kann ja wohl nicht sein, eine Firma, die ohnehin ihr Stammpersonal ordentlich 12 Monate im Jahr anmeldet, dass die dann wegen Kleinigkeiten sofort die Falle zuschnappt. Das sind alles solche Bereiche. Getroffen werden mit dem Gesetz wieder jene, die gut arbeiten. Und jetzt gehen wir zu den Firmen, die beispielsweise Lohn- und Sozialdumping betreiben. Was passiert? Dann gibt es dann eine Anzeige. Dann wird diese Firma quasi ruhig gestellt, die geht in Konkurs, wie auch immer. Das heißt, es ist nicht mehr, die Strafe ist ja gar nicht mehr exekutierbar. Und wenige Tage später werden die gleichen Geschäftsführer in einem neuen Unternehmen, das den Namen ein bisschen verändert hat, schlagen die neu auf. Genau das ist das Problem, und das heißt, dem werden sie mit diesem Gesetz auch nicht wirklich her. Wir bräuchten ein Gesamtkonzept hier, gerade auch für die Baubranche. Und das gibt es zahlreiche Anträge unsererseits, die sie entweder vertagen oder ablehnen. Eine davon wäre beispielsweise gewesen, die sektorale Schließung des Arbeitsmarktes. Da kommt permanent in Regelmäßigkeit, das ist alles nicht möglich. Wir haben einen Antrag gehabt im Ausschuss, das burgenländische Modell, das ist ein Modell, das der burgenländische Landtag beschlossen hat, auch mit Stimmen der Sozialdemokraten, Herr Bundesminister, dieses Modell auf ganz Österreich zu übertragen. Das wurde vertagt mit der Begründung, da gibt es auch was, Punkt über die Familienbeihilfe. Da wird nicht einmal gescheit darüber diskutiert, dass man sagt, okay, einzelne Punkte können wir gar nicht übernehmen. Nein, das werden wir vertagen, das stellen wir gleich
vielleicht gar nicht mehr auf die Tagesordnung. Die Weiterentwicklung des Best-Bieter-Prinzips. Jetzt weiß ich schon, natürlich muss es im Verfassungsausschuss letzten Endes beschlossen werden. Aber es kann doch nicht sein, dass sich der Sozialausschuss, in dessen Bereich das fällt, hier permanent aus allem ausnimmt. Es wird alles immer nur ausgelagert. Und das ist genau das Problem, vor dem wir stehen. Das heißt, wir machen ein Gesetz, das zwar gut gemeint ist, aber in Wahrheit jene, die gut und ordentlich arbeiten, auch wirklich straft, während andere, die nicht so gut arbeiten, davonkommen. Und das Beispiel, das ich Ihnen gesagt habe, das ist nicht ganz an den Haaren herbeigezogen, Herr Bundesminister. Ein guter Bekannter von mir hat eine große Firma in Wien im Baunebengewerbe. Der hat mir erzählt, ein Kollege, auch ein großer Unternehmer in Wien, hat die erste Strafe bekommen wegen irgendwas und hat dann gesagt, jetzt haue ich den Hut drauf, ich gehe in die Slowakei. Weil dort können Sie mich alle gern haben, weil dort sind die Strafen gar nicht mehr einbringbar. Da wechsle ich die Adresse, da mache ich das, dies, dies. Hat die Arbeitnehmer, die er in Österreich hatte, entlassen. Das heißt, man schafft mit einer Überbürokratie, und das machen Sie hier, mit einer Überbürokratie schafft man es noch zusätzlich, dass hier die Arbeitslosigkeit steigt. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, was mich auch ein bisschen einmal, was man auch überlegen muss, dass man hier vielleicht auch Unternehmen, die nur Stammpersonal haben, etwas einmal von jenen trennt, die hier permanent nur mit Subfirmen, mit entsendeten Arbeitnehmern aus den anderen europäischen Ländern arbeiten. Und 138.000 entsendete Arbeitnehmer im Jahr 2015, das sollte uns allen zu denken geben. Das kann der heimische Arbeitsmarkt so nicht mehr verkraften. Da gehört der Hebel angesetzt. Und Herr Bundesminister, da sind Sie auch gefordert, hier das auf europäischer Ebene endlich einmal neu zu verhandeln. So kann es nicht so funktionieren und so wird sich der österreichische Arbeitsmarkt auch nicht erholen. Herr Abgeordneter Josef Muchitsch, bitte.